vielleicht mich selbst ertappt im beruflichen Alltag, wie ich ungeduldig wurde, wenn die Kontaktlinse nicht aufs Auge gelegt werden konnte. Und aufgefallen ist es mir, als ein Kunde da saß und nach dem zweiten Versuch gesagt hat, das kriege ich nie hin. Da habe ich mir gedacht, okay, der ist wenigstens noch ungeduldiger als ich. Und dann habe ich mal geschaut, wo ich noch überall ungeduldig bin. Beim Einkaufen, beim Autofahren, daheim. Ich habe ständig mein Handy in der Hand beim Training im Fitnessstudio. Ich kann nicht mal eine 60-Sekunden-Pause einfach da sitzen und warten und mich auf den nächsten Satz Gewicht vorbereiten. Da habe ich mich geschämt. Also das ist so ein Punkt, wo ich mich zum Beispiel schäme. Wie schnell ich mir das wegtrainiert habe, indem ich überall mein Handy dabei habe oder sonst irgendwas. Wie, ich kann es hoffentlich so schnell auch wieder mir antrainieren, die Geduld. Oder? Kaya, Also Matthias? bei mir, Oh, Kaya, ich habe ja, Geduld antrainiert. mir, Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Kaya nicht Geduld mir fällt es immer ein, antrainiert. auch da, wir reden immer, ihr seid lustig. Ja, das ist jetzt so unser Zeitpunkt. Wir werden jetzt Ja, dazu super, bringen, ihr heute Jens Strusenberg die ganze Zeit, seid Wie lustig das ist, wenn man zum Beispiel über Kreativität redet, da redet man meist über die Spiele, ja, meist über andere, meist über positive Dinge. Und Kreativität ist für mich auch eben gerade in so schwierigen Phasen kreativ zu sein, auch sich selber aufzufordern. Ja, jetzt mach doch das mal so mit deinem Humor und mit deiner kreativen Art. Auch du hast was Kreatives. Und genau das ist es. Heißt einfach nur, mehr Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, wie ich etwas löse. Und das ist das Spannende an der ganzen Geschichte. Kreativ für mich ist zum Beispiel mit dieser Mannschaft, die nahezu jedes Jahr gleich zusammengestellt bleibt, nochmal weiterzuführen. Warte. Ja, aber es kommt dann. Es kommt Ja, du dann. kannst es jetzt gerade üben, Ja, Matthias. kannst du jetzt gerade üben. Es kommt dann mit der gleichen Voraussetzung eben weiterzumachen. Spannend ist, was rauskommt. Und da brauchst du Geduld und Kreativität. Auch für diese Sache. Und durchpusten. Durchpusten. Ja. Und du hast doch so ein geniales anderes Feld. Ich dachte, darüber zu reden. Du bist der Pädagoge. Ja, brauche ich auch viel Geduld Geduld. mit Kindern. Halt. Noch nicht. Noch nicht. Stimmt, noch nicht, aber bald. Wir Ich brauchen noch hoffe ein bisschen doch. Geduld. Geduld mit Kindern. Nee, die haben Geduld mit mir, die Kinder. Das ist ja auch ein interessanter Ansatz, Also, ne? ich habe gerade in der Schule ein paar Lehrer da, die mich immer fragen: Ja, ich sehe dich mehr bei Jugendlichen. Da bist du besser aufgehoben. Hab ich gesagt: Nö, ich würde gerne in den Kindergarten. Und dann fragen die mich immer, warum. Dann sage ich: Ja, bei den Kindern kann man selbst was lernen. Und bei den Jugendlichen, da können die was von mir lernen. Und genauso gehe ich auch die Dinge an, weil da ist Kreativität pur, neues Ausprobieren, ständig wieder neu anzulaufen und immer wieder Lösungen zu suchen. Die sind dem natürlichen Muster viel, viel näher als wir Erwachsene. Und so sollte es sein. Und das ist ein Potenzial für mich, was ich auf alle Fälle mitnehme und auch in meinen Alltag umsetzt. Fußball, Beziehungen mit euch zum Beispiel. Das ist Bist für geduldig mich mit uns, ne? geduldig, ja, und ganz klar. Matthias, wie wichtig ist Geduld? Ich glaube, dass wir alle nicht in dieses Erwachsenenalter kämen, wenn Menschen keine Geduld hätten von Natur aus. Wir trainieren uns dann eben ab, das, was du gesagt hast. Und dann wird es ja auch blöd. Dann kommt irgendwann, na jetzt sind wir endlich bei diesem tollen Thema, dann kommt das Burnout. Irgendwann sagt unser Hirn, und wann genau denken wir jetzt mal nach, wann genau machen wir denn mal das, wofür ich überhaupt da bin? Unser Hirn ist deshalb da. Unser Hirn kann ja eigentlich gar nichts anders als denken, überlegen, Lösungen finden, suchen, erforschen,
Das ist das Wesen unseres Gehirns. Und na, wie der Kajan eben ja gerade sagt, ich brauche ja bloß einem Kind beim Spielen zuzugucken. Also eins, was noch nicht von diesem erwachsenen, professionellen, souveränen Dasein verdorben ist, wenn wir uns mal erinnern, wie oft wir selbst als Kind einfach auf den Boden gehockt haben und haben in die Luft geguckt. Bis dann irgendein schlauer Mensch, meistens sind die dann doppelt so groß gewesen, ankam und uns wieder blöd angemacht hat, ob wir wieder träumen. Ja, genau. Was wir da als Kind gemacht haben, ist nachgedacht. Wir haben unserem Hirn Zeit gelassen. Wir haben ihm Zeit gelassen, neue Ideen zu entwickeln, ein neues Spiel zu erfinden, etwas zu schaffen, kreativ zu sein. Dazu ist die Pause gut. Und wenn man sich das klar macht, was ich davon habe, wie du eben gesagt hast, im Studio 5 Minuten auf dem Bänkchen da zu sitzen und vermeintlich nichts zu tun, muss ich mal klar machen, dass das schlicht falsch ist. Unser Hirn kann nicht nichts tun. Das funktioniert überhaupt nicht. Wenn du 5 Minuten da sitzt, tut dein Hirn etwas, und zwar etwas sehr Wertvolles. Es denkt nach. Es lässt den Gedanken freien Lauf. Dabei kommst du auf Ideen. Und das war bei uns auch so, als wir angefangen haben, im Büro im selben Raum zu arbeiten. Du hast mich am Anfang auch gesagt, machst du eigentlich was? Weil ich einfach nur auf meinem Stühlchen gehockt habe und habe an die Wand geguckt oder aus dem Fenster geguckt. Und ja, da mache ich sehr viel. Das sind die Momente, in denen ich nachdenke und auf neue Ideen komme, der alte weiterentwickle, was ich dann später benutzen kann, wenn wir uns mal klar machen, wie toll das ist, wenn wir uns klar machen, wie schön das ist, den Gedanken freien Lauf zu lassen. Schön, den Gedanken freien Lauf zu lassen, das heißt nicht, dass die Gedanken immer positiv sind, das ist schon wieder völliger Quatsch, sondern einfach freien Lauf zu lassen und dabei auf Ideen zu kommen. Wenn wir uns das immer wieder klar machen, fällt es uns auch viel leichter, das Handy mal wegzulegen und 5 Minuten auf der Bank zu sitzen, wie ein kleines Kind, und Löcher in die Luft zu gucken, weil nicht mal mehr die Luft interessant ist, sondern nur noch die eigenen Gedanken. Und das können wir gerade von kleinen Kindern gut lernen. Cool. 1 Stunde. Ich habe ganz schön Geduld mit euch beiden. Absolut. Der Jens auch, der sitzt ja die ganze Zeit hier neben dran, wird auch gerne was sagen. Der ist für die Mimik zuständig. Das ist der mimische Podcast. Ja. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank, Kajan. Danke. Sehr gerne. Danke. Wenn ihr mehr erfahren wollt über eure mentale Einstellung, www.die-selbsthypnose.de. Mehr über den Optikeralltag, iromeier.de. Und wenn ihr trockene Augen beim Zuhören bekommen habt, trockenes-augen-hilfe.de. Ciao. Cool.